Ja, hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend hier aus Köln nach dem Spiel Köln gegen Leipzig. Endstand 2:4. Ich darf unseren Trainer Julian Nagelsmann begrüßen und dich um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Am Ende sind wir sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich glaube, wir haben auch verdient gewonnen. Es war trotzdem kein besonders schönes Spiel, finde ich, mit sehr viel Unruhe irgendwie und ein bisschen konfus auf beiden Seiten, sehr wellenförmige Leistung. Wir haben die Chance aufs 1-0, geraten dann in Rückstand, weil wir sehr, sehr passiv da verteidigen. Nicht wirklich proaktiv, sondern erst reagieren, wenn die Situation schon sehr, sehr spät und weit vorangeschreitet ist. Dann haben wir einen wichtigen Ausgleich gemacht und danach, finde ich, ganz ordentlich gespielt. Insgesamt aber zu wenig Ballsicherheit gehabt. Der Druck war ja in der ersten Linie von Köln so ab der Mittellinie schon hoch, aber dahinter hatten wir eigentlich viel Fläche, haben uns nicht ganz so gut in den Räumen bewegt und insgesamt, ja, wie zuletzt häufig, irgendwie die Ballsicherheit lassen wir zurzeit etwas vermissen. Und dann müssen wir insgesamt zu viele Situationen verteidigen, die wir sonst auch schon in guten Phasen der Saison nicht so verteidigen mussten, haben dann trotzdem eine Hülle und Fülle von Chancen noch gehabt und am Ende, wie gesagt, auch verdient gewonnen. Aber es ist ein bisschen schwer zu greifen, das Match am Ende ist mir egal. Es ist wichtig, dass wir die 3 Punkte haben, dass wir wieder auf Platz 3 sind. Wir müssen uns schon ein bisschen steigern in den nächsten Wochen noch. Die Saison ist ewig lang für alle. Aber wenn wir da zwingend rein wollen und die ersten 4, und das wollen wir, dann müssen wir schon noch mal einen Schritt gehen, auch wenn es schwer ist. Aber wir versuchen es und bin auch guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Vielen Dank fürs Statement. Gibt es Fragen der zugeschalteten Pressekollegen? Weil bislang hat sich noch keiner gemeldet hier im Chat. Gut. Gute Nacht. Ah, da haben wir doch eine. Holger Schmidt. Hören Sie mich? Ja, okay. Ja. Herr Nagelsmann, Ihre Mannschaft hat jetzt schon 19 Punkte nach Rückstand geholt in dieser Saison. Das könnte am Ende der Saison Rekord werden, der liegt bei 21. Sie haben eben gesagt, die Mannschaft ist Ihnen ein bisschen zu lieb. Wie passt das zusammen, dass eine etwas zu liebe Mannschaft dann noch so viele Spiele drehen kann? Ja, es hat dann schon was mit Qualität noch zu tun. Wir haben einfach schon eine Fähigkeit, uns viele Chancen rauszuspielen. Trotzdem, in dem Thema zu lieb geht es mir einfach darum, das hört man jetzt einfach gut, dass wir zu wenig coachen, wir sprechen zu wenig. Das hat dann was mit Ballsicherheit zu tun, dass man einfach seinem Nebenmann sagt, in welchen Raum er sich bewegen soll. Wenn ich mich dementsprechend in seinen eigenen bewege zum Beispiel oder eben auch in der Defensive, haben wir heute viele Laufwege gehabt, die so kreuzend hinter dem Innenverteidiger waren. Da höre ich insgesamt zu wenig einfach mit in der Absprache der Jungs. Nur das ist immer ganz beeindruckend, wenn man dann das aktuelle Top-Team der Liga anschaut, bei München, ja, das ist viel Thomas Müller, ja, der sehr viel coacht, aber es sind auch viele andere und das sind einfach, ist immer ein guter Gradmesser, da wollen wir hinkommen, das gehört einfach dazu im Profisport und wir haben einfach viele junge Spieler, die mit dem Club groß geworden sind, aber die dürfen ruhig ein bisschen frecher werden, das geht ja nicht darum, dass man sich beleidigt oder dass man nur blöd rumschreit, sondern inhaltlich versucht, sich zu coachen. Das ist jetzt natürlich deutlich einfacher, deswegen muss man es jetzt reinbringen, um dann in der Situation, wenn Zuschauer wieder dabei sind, gewappnet zu sein und es ein bisschen besser zu machen, als wir es aktuell machen. Gibt es weitere Fragen? Oliver Hartmann vom Kicker. Ich müsste dich einmal kurz hier lautschalten, wenn ich dich finde. Ich bin eigentlich schon laut geschaltet, oder? Ja, perfekt. Wir sehen dich auch. Herrlich. Ja, guten Abend aus der Ferne. Herr Nagelsmann, das Thema Coaching auf dem Platz, das haben Sie ja eigentlich vom ersten Tag schon fast an angesprochen in Ihrer Mannschaft. Daher, Upamecano ist auch einer eher von den Leiseren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er so diese Form noch sucht, die er vor Corona hatte. Teilen Sie den Eindruck? Und wenn ja, woran liegt's? Ja, den teile ich schon. Er hat aktuell nicht die Form, die er tatsächlich vor der Pandemie hatte oder vor der Pandemiepause so rum. Aber er kann es ja wieder finden. Er ist ein top talentierter Spieler. Er muss einfach lernen, dass er im Training dann immer die Dinge versucht, perfekt umzusetzen. Dann kriegt er ein bisschen, kriegt das auch leichter hin im Spiel. Es waren schon viele Situationen, dass er, auch in der Hinrunde manchmal so, dass er erst dann richtig präsent ist, wenn er gefordert ist.
Er ist einfach ein unglaublicher Bulle, ist sehr, sehr schnell und kriegt viele Situationen noch gut wegverteidigt, auch wenn er mal zu spät dran ist. Aber dann, wenn ein Top-Stürmer kommt oder einer, der ihm auch mit wehtut, dann hat er schon so ein, zwei Situationen. Es war gegen Gladbach ganz beeindruckend, dass er einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat und dann auf einmal war er da und hat gemerkt, heute wird es ein bisschen anstrengender, damals gegen Thuram als Beispiel. Und da hat er auf jeden Fall noch ein paar Schritte zu gehen. Er hat dann auch heute eine Situation gehabt, die man besser lösen kann. Aber er hat die Saison schon so viele gute Spiele gemacht. Er ist noch ein ganz junger Kerl, um den es auch viele Gerüchte gibt, ja, der ständig mit irgendeinem Top-Club in Verbindung gebracht wird. Und das ist ganz normal, dass auch ein top-talentierter Spieler wie Upa mal ein bisschen schwächere Phase hat. Das gestehe ich ihm auch zu. Wichtig ist, dass er die richtigen Schlüsse daraus zieht und dann am Ende auch wieder gestärkt aus der Situation hervorgeht. Noch Fragen? Sonst? Das sieht nicht so aus. Dann bitte, doch, aus Leipzig, Stefan Krause. Okay, Stefan, du kriegst auch noch eine. Super, danke. Trainer Angelino hat aus meiner Sicht heute ein super Spiel gemacht. War die letzten beiden Spiele aber nicht in der Startelf. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Was ist im Moment bei ihm so der Knackpunkt? Hat er nicht die Konstanz im Training oder woran liegt das bei ihm? Ja, doch, der da schon. Das werden ja in den meisten Spielen, wo er gespielt hat, haben wir fast immer mit Fünferkette gespielt und es fällt ihm schon deutlich leichter. Hat dann heute, finde ich, tatsächlich hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat trotzdem auch zwei Situationen, wo man dann so sieht, dass er manchmal in der Viererkette noch ein bisschen Probleme hat, nach hinten zu verteidigen. Aber wenn alles, was nach vorne ist und er hat den Blick nach vorne, das macht er gut. Da hat er auch ein gutes Timing. Da ist er sehr aktiv. Wenn es so darum geht, in der Viererkette seinen Rücken zu verteidigen, dann ist es halt hat eine bisschen größere Bedeutung als bei einer Fünferkette, weil du einfach einen Spieler weniger hast. Und da muss er ein bisschen mehr lernen, noch seinen Rücken zu sehen und nicht nur den Ball zu beobachten. Das war der Grund, warum er jetzt zuletzt, wo wir zweimal mit Viererkette gespielt haben, nicht gespielt hat. Klar, wir hatten den Switch gegen Hertha mit Christo, das hätte auch er machen können. Aber Angel weiß, warum er gegen Hertha nicht begonnen hat. In Mainz, wie gesagt, war es Thema Viererkette. Gegen Hertha war es ein bisschen anderes Thema, das weiß der Angel und das habe ich mit ihm besprochen. Heute hat er wieder gut gespielt und geht einfach nur darum, dass er sich ein bisschen entwickelt in der Viererkette. Aber ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Das war ich auch vor Mainz. Der hat nicht aus Leistungsgründen nicht gespielt. Und heute hat er das auch gut gemacht. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Interesse. Allen einen schönen Feierabend und eine gute Woche. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Es ist spät geworden. Herzlich willkommen, Markus Gisdol. Ich bitte dich wie immer um deine Analyse zum Spiel, Trainer. Bitte. Schön. Ja, ich fand, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen, in dem wir richtig an unseren Möglichkeiten gekratzt haben und sehr gut dagegen gehalten haben. Uns immer bewusst waren auch, was der Gegner kann und wir ein gutes Mittelfeldpressing immer wieder aufgebaut haben, wo wir dann zupacken konnten, so es dem Gegner schwer gemacht haben. Auch gut in Führung gegangen sind und dann leider in der Situation, wo wir unterzahlt sind, wo John kurz draußen ins 1-1 bekommen. Und dann kannst du eigentlich auch nicht immer über das ganze Spiel hinweg alles verteidigen. Der Gegner hat dann schon auch die Qualitäten, hat uns dann schon für Kleinigkeiten wirklich auch bestraft. Trotz alledem waren wir immer dran in dieser Partie, waren gut drin, war vielleicht jetzt auch, wenn man natürlich sehen muss, gegen wen wir gespielt haben, aber es war unterm Strich, glaube ich, bisher unsere beste Leistung, seitdem wir wieder spielen. Und zwar war haarscharf, dass wir vielleicht einen Punkt gemacht hätten gegen einen Champions League Club. Wäre unterm Strich wahrscheinlich dann nicht mal unverdient gewesen. Danke. Dankeschön, Markus Gisdol, fürs Erste. Jetzt habe ich mich schon wieder versprochen, bitte entschuldige. Gisdol. Die erste Frage kommt von Jürgen Kemper vom Express. Herr Gisdol, hören Sie mich? Jawohl. Ja. Herr Gisdol, was hat den Ausschlag für Rafael Tsichos gegeben und wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ja, es ist schön, dass Sie es ansprechen, weil das ist das ganz, ganz Erfreuliche aus diesem Spiel, aus diesem Spieltag, dass wir zum einen gesagt haben, Rafa macht so einen guten Eindruck aktuell im Training schon wieder. Und auf was sollen wir denn warten? Ja, wir müssen es einfach probieren, ob er schon wieder bei 100% sein kann oder zumindest mal bei 90% oder wie auch immer.
Und er hat es wirklich heute bravourös gemacht, nach der Verletzungspause, die er hinter sich gebracht hat. Er war der Spieler, den ich mir gewünscht habe heute auf dem Platz. Und das verdient wirklich ein Sonderlob. Er hat es echt Hut ab. Also er hat genau das wiedergebracht, was sie davor ausgezeichnet hat, was er uns Stabilität gegeben hat, sowohl im Kopfballspiel, im Zweikampfverhalten, aber auch im Passspiel, in der Ruhe am Ball. Das war sehr bemerkenswert nach dieser Pause. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Ja, guten Abend, Herr Gisdol. Wir haben in Hoffenheim, mussten Sie schon über leichte Tore direkt nach der Halbzeit sprechen. Können Sie mal sagen, was beim 1:3 da alles schiefgegangen ist? Ja, da ist, wenn man die Situation sieht, fängt der Torwart den Ball schnell ab. Werner erkennt den Raum, sprintet rein. Und wir machen im Zentrum, rücken wir nach links raus, anstatt das Zentrum abzusichern, beziehungsweise mit dem zweiten Spieler zu sichern. Zu leichtfertig die Situation weggegeben, Gegner gut, dann sofort gelöst die Situation. Das darf in der Form natürlich nicht passieren. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Marc Merten für den Geißblock. Herr Gisdol, wie geht es John Cordoba? Hat Schmerzen am Knie. Näheres weiß ich nicht, aber es war so, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr weiterspielen. Schade für uns in der Situation auch, aber ich fand auch, dass Toni, als er reinkam, sehr torgefährlich war und wieder ein Tor gemacht hat, was er Gewehr bei Fuß steht. Aber mit John müssen wir abwarten, kann ich vielleicht morgen etwas mehr sagen. Er hat jetzt schon Schmerzen. Dankeschön. Noch einmal Jürgen Kemper für den Express. Gisdol, wie schätzen Sie die aktuelle Tabellensituation ein und wie viele Punkte brauchen Sie noch, um ruhig zu sein? Wenn wir so spielen wie heute, bin ich ganz ruhig, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es war eines unserer besten Spiele, seitdem ich jetzt da bin, was das Spiel gegen Spitzenmannschaften angeht. Ja, da müssen wir nochmal differenzieren, aber gegen Spitzenteams war das unser Spiel, wo wir am nächsten dran waren, einen Punkt zu machen. Sehr intensiv, sehr gut angenommen, die Partie. Und deswegen müssen wir die Saison sachlich und ruhig zu Ende spielen, mit vollem Engagement, mit absoluter Konzentration und mit der Einstellung, wie wir heute in der Partie die ganze Zeit über waren, dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und was Punkte angeht, die kommen dann, wenn wir so spielen, wie wir es heute gemacht haben, gegen andere Gegner auf jeden Fall.